Hier im Bundestag und in den Ausschüssen sollte die eigentliche Demokratie stattfinden. Aber nach über 18 Jahren Bundestag weiß ich, die einzigen, die hier riesigen Einfluss ausüben, das sind die Profitlobbyisten im Auftrag der Großkonzerne. Er war der erste Politiker, der hier in Deutschland vor Wirecard gewarnt hatte, Fabio De Masi. Und eine Steuerpolitik, die Investmentbanker oder mich als Bundestagsabgeordneten stärker entlastet als eine Krankenschwester oder einen Polizisten, die ist einfach nur dreist und unverschämt. Es gibt eine riesige Waffenungleichheit in Deutschland, was Lobbyismus angeht. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Profitlobbyismus zerstört werden muss. Danke, Mahlzeit.